Hallöchen und herzlich willkommen. Hier ist ein Kranker, die Vernachter 3, deswegen auch heute ohne Cam, beziehungsweise die liegt eigentlich noch am Set zu unserem neuen Projekt. Das habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt, also check das mal aus. Und ja, heute sprechen wir über ein ziemlich geiles Spiel aus deutschem Hause von Megagon Industries aus Berlin. Grüße gehen raus an Daniel und Jan, die kenne ich nämlich von der Gamescom 2015. Und da haben die mir den Prototypen von Lonely Mountains Downhill ja, vorgestellt. Und das ist jetzt eine Woche raus. 23. Oktober war die Veröffentlichung. Und ja, um was für ein Spiel handelt es sich? Es ist ein Bikes-Physics-Spiel in einer sehr, sehr nett gehaltenen, ja, Low-Poly-3D-Grafik. Super, super geil. Also gefällt mir mega gut. Und ihr wisst ja, Bike Martin ist hin und wieder unterwegs, wenn auch im Münsterland. Das ist nicht so hügelig wie Lonely Hills Mountain. Aber, Leute, ich muss euch sagen, es macht unglaublich viel Spaß. Auch wenn man viel auf die Fresse fliegt, denn jede Menge Hinfallen ist in diesem Spiel eigentlich vorprogrammiert. Es geht darum, wir starten irgendwo und wir haben verschiedene Aufgaben. Das heißt, A, wir müssen Bestzeiten schlagen oder B, wir müssen versuchen, möglichst heil unten anzukommen. Das heißt, nicht mehr als eine bestimmte Summe an Stürzen überschreiten. Und dabei möchten wir natürlich möglichst schnell sein. Richtig, richtig cool gemacht ist natürlich einerseits der lineare Levelaufbau, der, ich sag jetzt mal, eine grobe Richtung vorgibt, nämlich nach unten. Ne? Logischerweise ist es ein Berg und ne, wir starten auf dem Berg und möchten ins Tal irgendwo. Und da ist halt unser Campingplatz oder wie auch immer. Und jeder Berg hat auch verschiedene Routen mit verschiedenen Herausforderungen. Es gibt hinterher verschiedene Arten von Fahrrädern mit unterschiedlichen Rahmen, unterschiedlicher Federung, die dann das Fahrgefühl nochmal ein bisschen verändern. Ich habe jetzt einfach den Standard-Dude genommen und die ersten zwei Strecken einfach mal gefahren. Und die erste Strecke, die hatte ich schon mal vorher geübt. Da bin ich relativ gut durchgekommen und habe sogar die Herausforderung geschafft und bin nicht öfter als 21 Mal gestürzt. Ich glaube, ich bin sogar nur zweimal gestürzt. Richtig gut für meine Verhältnisse. Und auf der zweiten Strecke, ja, da habe ich dann so ein bisschen rumprobiert, auch mal alternative Routen ausprobiert und so weiter und so fort. Denn das ist das Coole an diesem Spiel. Ihr habt nicht nur eine Möglichkeit runterzukommen, sondern wie im normalen Mountainbiking auch, ihr habt. Ja, ihr fahrt praktisch auch querfeldein und springt einfach mal über irgendwelche Klippen und legt euch dabei hoffentlich nicht so viel auf die Fresse, wie ich das getan habe. Fakt ist, hier bekommt ihr für 20 Euro auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Packung. Insgesamt gibt es vier Berge, von denen wir runterfahren können, jeweils mit verschiedenen Routen. Der erste hat vier verschiedene ja, Abstiegsfahrten, Abfahrten, wie auch immer. Beim Skifahren nennt man das Abfahrt. Ich weiß nicht, wie es beim Mountainbiken heißt. Aber, was ziemlich cool ist, ihr könnt nicht nur runterfahren, sondern ihr könnt auch noch Secrets entdecken auf den Maps. Das heißt, es gibt an verschiedenen Stellen so Aussichtspunkte, wo man einfach mal sein Fahrrad stehen lassen kann und einfach mal sich hinsetzt und denkt, boah, geile Aussicht hier. Ja. Fakt ist, es macht unglaublich viel Spaß. Ich sehe ja auf jeden Fall den Competitive-Aspekt auch. Sprich, hoher Wiederspielwert, um die Bestzeit nochmal ein bisschen zu drücken, um nochmal eine andere Route zu nehmen. Ihr kommt auf jeden Fall auf 1 Euro pro Stunde. Also definitiv. Kann ich mir hier vorstellen. 20 Euro sind hier gut aufgehoben. Gönnt euch auf jeden Fall. Grüße gehen raus an die beiden Jungs, beziehungsweise an die mittlerweile drei Jungs sind es, glaube ich, aus Berlin. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Livestream oder im nächsten 5-Minuten-Mittwoch. Ich danke ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Checkt die Videobeschreibung aus, da sind die ganzen Sachen auch nochmal verlinkt. Und ich würde sagen, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das jetzt. Macht's gut, bis dahin, haut rein!